Wir sind jetzt in der Lüneburger Heide. Ja, kurz vor einem. Ja, und wollen 14,2 Kilometer laufen über den Wilseder Berg. Ja, so eine kleine Rundtour wird das. Für mich ist das das erste Mal hier in der Lüneburger Heide und ich bin schon ganz gespannt. Auf geht's! Ab. So, bis zum Wilseder Berg haben wir noch 3,5 Kilometer und gleich am Anfang kann man hier an diesem Forsthof einkehren. Pension Forstgut Einem. Wir laufen aber hier geradeaus weiter Richtung Wilseder Berg. Hier sind riesige Forstwege, die auch schon ganz schön zerfurcht sind. Wir müssen aber hier links laufen, sagt zumindest das Navi. Ja, noch laufen wir auf ziemlich breiten Forstwegen durch einen sehr schönen Wald, der auch sehr schön duftet. Ich hoffe, dass wir auch bald die Heidelandschaft sehen. Deswegen bin ich ja eigentlich auch hier. Was wunderschön anzusehen ist, das ist noch dieses, ja, es sieht aus wie frisches Grün. Und das für diese Jahreszeit. Wir haben das jetzt Ende September, Anfang Oktober. Das finde ich einfach nur schön. Sehr, sehr schön ist. Das gleiche, was wir schon bei unserer Schalsee-Tour erlebt haben, dass wir wieder mal völlig für uns alleine sind. Keine Menschenseele. Gut, das Waldgebiet ist hier auch sehr groß, überhaupt das ganze Gebiet. Vorhin kam uns eine Wandergruppe entgegen, aber jetzt hier sind wir wieder völlig alleine. Das ist natürlich toll. Die geht wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Die hat nämlich hier am Weg einen Pilz gefunden. Und eigentlich sieht er aus und riecht auch wie ein Pfifferling. Wir haben den jetzt auch nur gepflückt, weil er hier wirklich auf dem Weg liegt. Wir gehen also mit Sicherheit nicht oder verlassen nicht die Wege, weil es ja sich auch um ein Naturschutzgebiet handelt. Na, was zeigt das Navi an? Weiter geradeaus. Gut. So, und wir nähern uns dem ersten Wegpunkt. Forsthaus Heimbuch. Und unser Gerät zeigt an, dass wir hier rechts weiter müssen. Massiver Zaun umzäunt dieses Grundstück, aber genau richtig für eine Försterei.
Schaut euch bloß mal das Wetter an. Heute Morgen sind wir noch gestartet. Da waren leichte Wolken am Himmel. Und jetzt strahlend blauer Himmel. Ist das nicht schön? So, der Vorwegweiser sagt, zum Wilseder Berg geht das da runter. Und unser GPS-Gerät sagt, wir müssen in diese Richtung. Und ich sag mal, wir halten uns mal an das GPS-Gerät und gehen in diese Richtung. Glaubt es kaum, aber das ist der Grund, warum ich jetzt auch hierher wollte. Jetzt beginnt hier die Heidelandschaft. Wunderschön, wirklich wunderschön. Ja, wir sind jetzt knapp über 5 Kilometer gelaufen, haben hier die schöne Bank gefunden mit Aussicht auf den Wilseder Berg. Haben ein bisschen was gegessen, was getrunken, ruhen uns noch einen Augenblick aus, genießen die Sonne und dann geht's auch weiter, ne? Schöner Platz hier. Sehr schöner Platz. So, noch 100 Meter, dann sind wir auf dem Wilseder Berg, der höchsten Erhebung hier in der Heide. Den Gipfel. Ja, das ist der Gipfel. Das ist hier sehr schön gemacht. Sollte es mal regnen, hat man hier die Möglichkeit, sich unterzustellen und zu rasten. Also man muss sich wundern, was einige auf sich nehmen und anfertigen lassen und dann einfach hier anbringen. Wir waren auch hier, September 2009 oder Rentner on Tour. Das ist ja Wahnsinn. Und an so einer markanten Stelle ist natürlich doch ein bisschen mehr los. Hier sammelt sich halt alles. Wir dachten jetzt eigentlich noch mal nach Wilsede rein zu laufen. Das werden wir jetzt doch nicht machen. Wir werden jetzt einfach gleich unseren Weg fortsetzen, so wie wir das vorgehabt haben. Und wenn wir wieder am Ziel angelangt sind, also da, wo auch unser Wagen steht, da gab es ja auch eine kleine Restauration und dann werden wir da irgendwo einkehren und vielleicht noch einen Kaffee trinken.
das eben so ist mit solchen Anziehungspunkten wie hier dem Wilseder Berg, da kommt natürlich alles sternförmig zusammen. Und da ist dann natürlich auch eine ganze Menge Trubel. Eigentlich so viel Trubel, den wir jetzt gar nicht, wie wir es nicht haben möchten und wie wir es auch nicht mehr gewohnt waren. Deswegen war es jetzt Zeit für uns, diesen kleinen Berg, diesen kleinen Hügel zu verlassen und weiterzulaufen. In der Hoffnung, doch gleich wieder mehr Ruhe zu finden. Und für uns zu sein und ja, eins mit der Natur, sag ich mal. Schön ausgedrückt. Tasty, yes. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, was das für Häuschen sind, aber siehe da. Wandernadel. Genau. Hier kriegst du einen Wanderstempel. Super. Schön. Was ist das? Ein Bienenkorb, ne? Bienenkorb. Frag mich nur, was der hier macht. Vielleicht, ja, oder als Anschauungsmaterial. Also wir müssen auch in diese Richtung. Hier geht es wieder nach einem, 2,6 Kilometer. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr zu wandern, weil wir ja eine kleine Rundtour auch machen wollen. So, und was haben wir hier für eine Tafel? Ah ja. Was es hier so alles gibt, ne? An Natur. Mäuse. Schlange, ein Vogel, oh, schön, gut gemacht, ein bisschen was für Kinder, ja, und für Uschi. Ich bin mir nicht sicher, ob man das richtig erkennen kann, aber da hinten ist die erste große Schafherde, die ich hier sehe. Ist nochmal ein schöner Hochstand auf unserem Weg und da gehen wir mal jetzt hoch. Ne? Ja, ganz in der Ferne ist wieder der Wilseder Berg zu sehen. Dann geht das hier weiter. Bolterberg und der Stadtberg. Und hier ganz rechts, jetzt rechts neben dem Baum, dieser ganz kleine Hügel dort, das soll das sogenannte Fürstengrab sein. Der wurde 1500 bis 1200 vor Christus errichtet. Wie unschwer zu erkennen ist, bezieht das Ganze wieder etwas. Die Wolken nehmen zu. Das heißt jetzt für uns Weitermarsch. Schon lange kein Wasser mehr gepumpt worden. Ja, die Uschi wollte das nicht glauben, aber das funktioniert nicht. Eine Besonderheit fällt uns ja immer wieder auf dem Weg.
dass hier überall so kleine Eichenbäume sind. Also nicht so was Großes, wie man das sonst kennt, sondern relativ ja, klein und gedrungen. Sieht irgendwie ja, ganz hübsch aus. So, jetzt geht es leider noch mal ein Stück die Straße entlang, bevor wir dann hinten in der Kurve rechts wieder abbiegen. Aber das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Muss man auch mal eine Straße queren. So, wir haben jetzt eben wieder die Straße verlassen. Sind wieder auf den Feldwegen unterwegs. Ja, auf diesem Wanderweg, auf dem wir uns jetzt hier bewegen, was ich sehr schön finde, der ist sogar für Rollstuhlfahrer geeignet. Und es sind überall in Abständen Hinweistafeln angebracht, die so ein wenig die Gegend erklären und die Tiere, die hier leben. Und das ist wirklich super schön gemacht. Und Uschi, sind wir noch auf dem rechten Weg? Ja. Ja. Na klar. Okay. Du wirst doch nicht vom rechten Weg abkommen. Ja, das will ich doch wohl hoffen, dass ich nicht vom rechten Weg abkomme. Die ganze Zeit schon habe ich mich gefragt, was das hier für ja, Konstruktionen sind. Und jetzt gerade habe ich es gelesen auf dem Schild. Das ist ein sogenannter Bienenzaun. Da scheinen dann die Bienenvölker unter ja, geschützt zu sein. Ja, hier ist auch wieder richtig schön zu laufen. Auf der einen Seite haben wir hier Wald. Ziemlich dichten Wald sogar. Und auf der anderen Seite wieder Heidelandschaft. Das ist wirklich klasse. Sehr schön. Uns dem Ende der Wanderung. Wir haben noch ca. 1 Kilometer. Hat Uschi mir gerade verraten über das GPS. Ja, laufen noch durch einen schönen Wald hier. Aber ich muss auch sagen, jetzt reicht es mir auch gleich. Wir machen gleich noch eine Tourdatenzusammenfassung, wie viele Kilometer wir insgesamt gelaufen sind. Ja, wenn wir gleich am Fahrzeug sind. Bis dann. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Ziel, wir sind wieder am Auto. Und wir sind jetzt insgesamt 16,68 Kilometer gelaufen. 4 Stunden 10 gelaufen. Genau. Pause haben wir ungefähr 50 Minuten gemacht noch. Ja, war eine schöne Tour. Für mich das erste Mal in der Lüneburger Heide. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir dann unseren Kastenwagen haben, dass wir hier irgendwo übernachten auf dem Stellplatz und dann gleichzeitig morgens loslaufen. Tja, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.